Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2. Wir stehen hier mit unserem Güterzug und Sie haben heute den Auftrag, mehrere 143er zur Abstellung nach Niederau zu bringen. Ja, das ist unser Job heute und ich würde sagen, ich steige hier einfach mal ein. Ja, zum Beispiel die S1, deutlich zu erkennen an den wenigen Dostos, 2 an der Zahl. Aber ja, unser Job ist jetzt ist hier erstmal die Lok aufzurüsten. Und dazu müssen wir natürlich erstmal die Batterie aktivieren. Was wir natürlich tun werden. So. Stromabnehmer auf Auto. Wunderbar. Auf Spitzensignale. So. Und natürlich machen wir auch die Tür zu. Das ist ja. So. Setzen uns auf den Sitz. Natürlich stecken wir den Richtungswender ein, denn sonst geht ja gar nichts hier. Zack. Stellen ihn auf neutral. So. Mal eben kurz warten, bis der. Das war's schon. Heben Sie den Stromabnehmer, aber natürlich. Zack. Zack. Reduziert. Federspeichbremse lösen. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Zack. Stellen Sie die Bremsen auf fahren. Warten Sie, bis die Bremsen gelöst sind, aber natürlich. Und erhöhen Sie die Leistung. Aber das werden wir tun. Langsam, aber stetig. Und die Lok setzt sich in Bewegung. Mitsamt unseren 143ern im Schlepptau. So nennt sich auch dieses Szenario im Schlepptau. Das Ganze in dem neu erschienenen DSC Nahverkehr Dresden, RISA. Und wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Szenario. Ein schöner Lokzug, den wir jetzt 25 Kilometer bis nach Niederau ziehen. Und ja. Mal schauen, was uns da auf dieser Fahrt so passiert. Wir werden uns mal ganz kurz den Ablaufplan ansehen. So, das ist alles soweit erledigt. Niederau. Dann müssen wir die 143er abkuppeln. Ja. Wir schauen uns das Ganze mal von draußen an, würde ich sagen. Wunderschön. Wunderschön. Ihr könnt ja gerne mal mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, wenn ich richtig gezählt habe. Richtig gezählt habe. Könnt gerne nachzählen, aber ich bin mir sicher, es sind 12. Jetzt
bin ich ja mal gespannt, ob die letzte Schlusslicht hat, aber nein, das kann ja nicht sein. Weil die ja nicht in Betrieb sind. So, aber ich wollte eben noch schauen, ob wir denn überhaupt Spitzensignal anhaben. Das kam mir gerade irgendwie nicht so vor. Nee, das sieht nicht gut aus. Das ist doch irgendwie komisch. Jetzt ist es gut. So. Wenn ich mal ein klein wenig bremsen, würde ich sagen. Ein wenig über die Beschränkung. Wobei wir gleich eh 80 fahren dürfen. In ein paar Sekunden. Sonst dürften wir auch die Spitzensignale. Jawohl. Dann haben wir das auch erledigt. So. Es dürfte dann jetzt gleich auf 80 umschwenken, unsere Beschränkung. Na, sogar auf 120. Dann wollen wir mal ein wenig aufschalten. So, wie ich sehe, haben wir Fernlicht an. Das wollen wir natürlich. Das braucht man nicht. So dunkel ist es nun auch nicht. Hier mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. So. Fällt euch auch auf, dass die Kilometer nicht weniger werden bei Niederau? Wir sind doch mit Sicherheit schon mehr als einen Kilometer gefahren. Da kommt eine schöne S1. So, rotes Signal vor uns. Ah, jetzt laufen die Kilometer wieder. Ich habe schon ein wenig Herzrasen bekommen. Wobei, falsch rumfahren kann ich ja nicht, weil ich ziehe ja die 143er. Von daher
So, ich würde mal sagen, wenig abschalten. Und voll in die Bremse gehen. Ah, 50 Meter vom roten Signal ist vielleicht doch ein wenig weit weg. Ein bisschen näher ranfahren. Wir prüfen mal kurz, beziehungsweise fragen an. Abgelehnt. Nun gut, dann warten wir halt. Ah, jetzt weiß ich auch, warum wir noch nicht grün bekommen haben. Der Bahnübergang war noch nicht gesichert. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist natürlich Voraussetzung. Das war zu weit. So, die S1 hat dann jetzt auch gleich Ausfahrt. Beziehungsweise Weiterfahrt. Und die will nach Riesa. Türen gehen zu. Und die 146 schiebt gleich an. Beziehungsweise ist keine S1, ist ein RE. Auch schön der Sound von der 146er, zumindest beim Anfahren.
Wunderschön. Wunderschön. So, da sind es jetzt noch 20 Kilometer bis Niederau. Schönes Wetter ist natürlich anders, aber wenigstens regnet es nicht so wie zum Beispiel im ersten Szenario dieses DLCs. Beim Pischenproblem hat es ja was dunkel und hat geregnet und rote Signale, also alles, was ein Triebfahrzeugführer nicht gerade braucht. Und hier haben wir wenigstens einigermaßen hell und trocken, und das ist schon mal einiges besser, finde ich zumindest. So, dann dürfen wir auch gleich, beziehungsweise, ja, in 3 Kilometern 130. Natürlich hat die 100, hat die Lok hier um einiges zu schleppen. 12 143er hinter sich herzuziehen, ohne dass die mitschieben, ist natürlich nicht einfach und dementsprechend langsam beschleunigt die Lok hier auch. Ist ja ganz klar. So, die 100 haben wir immerhin schon erreicht. Steht da tatsächlich
28.09.2021. Soweit sind wir natürlich noch nicht am heutigen Tag der Aufnahme, sondern wir sind beim 26.09. Aber aktueller geht's ja fast kaum. Ist ja Wahnsinn. Ei, jetzt fängt es an zu regnen. Das bedeutet, Scheibenwischer regelmäßig so. So viel zum trockenen Wetter heute. Naja. Nicht überschreiten, aber ein wenig so. So, ein bisschen schneller, dürfte was schon sein. So, dann sind es nahezu noch 10 Kilometer. Dann haben wir es auch geschafft. Zumindest die Fahrt. Wir müssen ja dann noch ein wenig arbeiten. Ist ja nicht so, dass wir es dann geschafft haben. Sieht einfach nur wunderschön aus, finde ich. Hat schon was.
So ein bisschen diesig, der Regen dabei und dazu ein schöner Lokzug. Ja, das hat was. Und ordentlich KI-Verkehr, so wie es sich gehört. Wir werden ein bisschen schnell. Es gibt das Mecker vom Fahrdienstleiter. Das wollen wir ja nicht. Schön auch jetzt die grüne Welle zu haben, dass wir jetzt hier nicht noch laufend rote Signale haben. Also das kann von mir aus die letzten 6 Kilometer jetzt auch so bleiben. Da ist mir doch glatt was auf die Bremse gefallen. Mal wieder ein bisschen aufschalten hier.
so ein gelbes Vorsignal angeknicht. Aber ich würde sagen, das rote Hauptsignal ist dann eh am Zielpunkt. Und mir fällt auf, ich glaube, es regnet gar nicht mehr, oder? Das heißt, wir können das hier ganz schnell ausmachen. Okay, ich habe mich geirrt, es regnet doch noch. So, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt mal bremsen. Und zwar ganz viel. So, das haben wir gerade noch geschafft, würde ich sagen. Und da hinten kommt dann unser Zielpunkt. Das war ein bisschen optimistisch gebremst. Naja, noch rollen wir ja mit 17 km/h. So, gut gemacht. Hier kann der Zug nun abgekuppelt und für den späteren Einsatz abgestellt werden. Eine andere Lokomotive wird diesen Zug von hier aus übernehmen. Ja, und ich fürchte, das Abkuppeln ist dann unser Job. Also raus in den Regen.
So. Tür auf. Und hinein ins Glück. Oder besser hinaus ins Glück. So. Ihre nächste Aufgabe ist es, diese Lokomotive für weitere Aufgaben in den Rangierbahnhof Coswig zu überführen. Das sind dann abermals 6 Kilometer, die wir solo bis nach Coswig zu fahren haben. So, Regenjacke aus und hinein in den Sitz. So, das heißt, wir lösen die Bremsen. Da kommt eine schöne 363 angerollt. Und setzen jetzt unsere Fahrt gen Coswig Rangierbahnhof fort. Gelbes Vorsignal. Das heißt, wir werden hier schon mal ein bisschen bremsbereit sein, beziehungsweise ein bisschen mehr als das, was ich mir vorstellen könnte. Na, noch nicht, noch nicht. Schalten können wir aber, schließlich dürfen wir gleich 100 fahren.
Da kommt das gelbe Vorsignal. Sechzig in 350 Metern. Perfekt. Mein Gott, die beschleunigt aber auch. Wahnsinn. So, 40 in anderthalb Kilometer. Und in anderthalb Kilometer sind wir auch am Zielort. Das heißt, können die eigentlich auch rollen lassen. Das hätten wir dann auch geschafft. Da stehen schon zwei. Geradeaus zu auf unser Ziel. Das ist sehr schön.
So, das hätten wir. Die Lokomotive kann nun hier für spätere Aufgaben abgestellt werden. Ihre letzte Aufgabe für heute ist es, die Lokomotive abzurüsten. Ja, das werden wir natürlich tun. Wir werden als erstes mal den Scheibenwischer abstellen, würde ich sagen. So, die Bremse stellen wir natürlich auf volle Leistung. So. Den Stromabnehmer auf Senken. Den Richtungswender auf Aus. Drücken Sie die Federspeichenbremse, um sie anzulegen. Aber natürlich. Drücken und halten Sie die Batterieschalter. Gute Arbeit, damit sind Ihre Aufgaben für heute abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, und damit endet dieses Szenario und auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Und wie gesagt, nächste Woche Donnerstag kommt das neue Train Simulator 2022 raus, am 30. September. Und natürlich werde ich zu diesem Release, anlässlich dieses Releases, dann nächste Woche aus dem ein Szenario machen, beziehungsweise ein Video machen. Und ja, ich bin da ganz gespannt, was da rauskommt und wie das alles ist. Und freue mich vor allem auf die neue Strecke Karlsruhe-Offenburg-Straßburg. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Restsonntag. Passt auf euch auf, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.